Angefangen hat alles mit der Bleiche. Nicht die chemische Bleiche, wie wir sie heute kennen, sondern die alte Rasenbleiche auf den Wupperwiesen. Das war überhaupt der Grund, weshalb man hier anfing, sich mit Textilien zu befassen. Die schönen, weiten Wiesen an den Ufern des Flusses und das kalk- und eisenfreie Wasser. Später fing man auch an zu färben und dann zog eins das andere nach sich. Anspinnen von Kunstseide. Der weltweite Siegeszug von Chemiefasern begann 1901, als es gelungen war, Zellulose chemisch aufzuschließen zu einer viskosen Flüssigkeit, durch feine Düsen in ein Fällungsbad zu drücken und dann zu einem glänzenden Faden von guter Festigkeit zu verstrecken. Wesentliche Impulse für diese Entwicklung gingen von Wuppertal aus. Vorbereitung von Webketten. Bis heute ist die Kunstseide ein wichtiger Zweig in der heimischen Textilindustrie geblieben. Weben auf schnell laufenden Automaten mit hohen Produktionsziffern. Eine Barmer Spezialität, die Barmer Artikel, wurden zum Begriff. Gemeint sind geflochtene Bänder. Färbereien und Ausrüstungsbetriebe runden das Bild ab. Spinnen, weben, flechten, wirken, färben. Von der Faser bis zum fertigen Kleidungsstück. Wuppertals Textilindustrie.